Ja, Juttas Kochstudio. Damit man mal einen kleinen Überblick bekommt, wenn wir wie heute Ochsenschwanz machen. Letztens war es eine Putenkeule. Womit wir arbeiten und was das für ein Herd ist. Ja, Juttas Kochstudio. Damit man mal so einen kleinen Eindruck bekommt, womit wir kochen oder wie die Küche ausgestattet ist. Heute machen wir Ochsenschwanz. Letztens hatten wir die Putenkeule gemacht. Kommen wir mal zum Herd. Dann erklärst du das jetzt mal, Jutta. Ja, ich habe drei Gasflammen, zwei große, eine kleinere und eine Elektroplatte, die ich allerdings natürlich nur nutzen kann, wenn ich 230 Volt habe. Und noch nie benutzt hast. Eignet sich aber gut zum Abstellen. Dann haben wir hier einen Grill zum Überbacken von Brötchen zum Beispiel oder von Pizza und mein Lieblingsgerät, mein Backofen, in dem man also Fleisch machen kann, Kuchen machen kann, alles Mögliche, und ich benutze ihn sehr gerne. Mhm. So, dann die Spüle und die Ablage. Dann habe ich hier natürlich einmal eine relativ große Ablage, da hinten ist unser Mülleimer. Und ich könnte also hier das noch erweitern, indem ich das hier reinlege und somit noch eine erweiterte Ablagefläche hätte. Mhm. Der Nachteil ist, kommt dann keiner mehr durch, aber in dem Moment ist das auch egal, da musste auch keiner durch. Ja, einen der Fernseher haben wir geopfert. Ja, ich wollte nicht unbedingt während des Kochens Fernseh gucken. Da war Fernseher drin. Ich empfand das als sinnlos, nutzlos, zwecklos. Ja, wir sind uns noch nicht einig darüber, ob das aus Versehen verkehrt rum eingebaut worden ist oder ob das Absicht war. Auf jeden Fall, da war ein Fernseher drin. Und beim Kochen, da wir sowieso kaum Fernseh gucken, passte das auch nicht zum Kochen. Und ich habe das jetzt als Gewürzregal umfunktioniert. Da passen ganz, ganz viele von meinen Gewürzen da rein, die ich habe und die wir immer wieder auch auf den verschiedenen Reisen uns zulegen. Neue Gewürze dann, wenn wir irgendwo sind. Da ist also eine ganze Menge drin. Zudem habe ich dann natürlich noch Gewürze und Essig, Salz, verschiedene Pasten. Alles Mögliche noch in den Schränken drin. Hm. Hier ist eher Süßes drin, Honig, Marmelade, Tee. Aber hier sind so die Gewürzsachen drin. Grobes Salz und alles Mögliche. Heute gibt es Ochsenschwanz. Dann erzähl mal, was du so vorhast. Geschmort in Ochsenschwanz. Den Ochsenschwanz haben wir uns hier in Spanien besorgt, den gibt es hier überall. Ist nicht jedermanns Sache, das Fleisch ist sehr sehnig, sehr durchwachsen. Uns schmeckt es aber sehr gut. Preis? Vom Preis her, Kilo 10,50 Euro, etwas teurer wie bei uns zu Hause. Mhm. Bei uns zu Hause kriegt man den so für 7, 8 Euro, das aber, Kilo. Aber vom Fett her ist der also ist relativ mager. In Ordnung. Und ich habe in Deutschland schon einen Ochsenschwanz gesehen, ja. Der strotzte nur so von Fett. So. Den würze ich dann mit Paprika, Majoran, Thymian, Rosmarin und ich benutze Gefro. Das ist jetzt Werbung, die wir machen oder auch nicht. Ich benutze es sehr gerne, weil es einfach eine schöne Würzmischung ist. Uns schmeckt das und es ist da nicht zu viel Salz dran, aber trotzdem ist es für uns lecker. Mhm. So, dazu kommen natürlich noch Knoblauch, Zwiebel, Sellerie, Lauch, Karotten und Tomatenmark kommen dann da rein in die Soße. Und das sind hier eben die Sachen, die wir vorhin frisch gekauft haben. Ja, und da hatte ich nichts mehr, musste man erst noch kaufen. So, wie würdest du das jetzt zubereiten? Also, wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, wie das gemacht wird. Wir können also... Das kommt in den Backofen rein. Mhm. Ich brate den Ochsenschwanz an.
Dann wird das Gemüse mit dazu angebraten und dann mit Wasser aufgegossen. Und dann kommt das circa 3 Stunden in den Backofen. Ich tue das bei mir auf Stufe 5. Das ist so die ideale Stufe, die ich da festgestellt habe. Der Backofen geht von 1 bis 6. Temperatureinstellungen habe ich da ja nicht. Aber bei Stufe 5, das ist so die ideale Temperatur. Und da kommt er dann so für circa 3 Stunden rein. Also, du hast kein Temper. Ich habe keine Temperaturanzeige da drin oder Einstellungsmöglichkeit. Auch kein Thermometer, wie der gute Mann gestern gesucht hat, ein Thermometer, damit er kochen kann. Sondern du machst das einfach nach Gefühl. Die zweite Alternative neben der Backröhre ist, dass man das Ganze auch im Topf zubereiten kann. Wenn das Wetter wesentlich besser wäre und wir hätten rausgehen können, hätten wir das vermutlich draußen wieder im Topf gemacht, wie wir das schon mal gemacht haben. Im Topf mache ich das jetzt auch. Aber draußen auf dem Grill, Das ist natürlich eine Sache mit dem Grill draußen. Das wird wieder ein neues Förmchen. Das Gemüse muss alles schön klein geschnitten werden, aber nicht ganz so fein. Grob. Bis auf den Lauch, den lasse ich so, damit ich den dann rausnehmen kann, wenn es fertig ist. Alles andere lassen wir in unserer Soße drin. Ja gut, das kann man doch noch mit dem Pürierstab machen, wenn man Lust hat. Ja, jetzt brauche ich noch den Knoblauch. Der Knoblauch hat Vor- und Nachnamen, nicht? Vorname Knoblauch, Nachname Reichlich. Ja. Das heißt, wir sind heute Abend einsam. Och, das macht nichts. Aber Knoblauch gehört einfach rein. Ja. Den schneide ich auch nur ein bisschen grob. Ich glaube, schon mal mindestens noch eine rein. Ja. Und grob, damit ich mir die besser rausfischen kann. Ich spüle die jetzt einmal ab, da ist immer Fleischsaft drin in den Packungen, das muss nicht unbedingt sein. Und wir haben hier eine Filteranlage drin an diesem Wasserkran, sodass man das auch ohne Probleme nutzen kann. Weil die Filterpatrone filtert 99,9% von Unreinheiten und Bakterien raus, also Trinkwasserqualität. Und dementsprechend können wir das also ganz normal aus unserem Tank zum Kaffee kochen und zum Essen kochen verwenden. Selbst wenn wir den Tank mit Zusätzen versehen, filtert der Filter auch Chlorzusätze komplett raus. Man schmeckt nichts mehr. Ja, wofür so eine Spaghetti-Zange gut ist, ne? Thank you.
So, das war das Anbraten oder das ist das Anbraten. Und schon riecht es im ganzen Auto sehr lecker, obwohl es noch gar nicht richtig angebraten ist. Was auch eine Erleichterung ist, das ist hier der Apothekerschrank. Wo also auch Sachen untergebracht werden können, wie Öl, Essig, die zum Kochen immer schnell zur Hand sein müssen. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass die Absaughaube einen direkten Anschluss nach draußen hat und auch tatsächlich hinterher die Kochdünste nach außen ableitet. Ich hab's jetzt zwar jetzt aus, weil sonst wäre es zu laut. Also nicht auch laut. Aber sobald wir gleich eine Pause beim Film machen, schalten wir sie ein. Schalt mal kurz ein. Erstmal raus. Das war jetzt wie lange drin? Bis es braun ist. 5 Minuten. Ja, du hattest eben was von 3 Stunden gesagt. Das ist nicht das Anbraten. Nein. Das Anbraten ist 5 Minuten. Die 3 Stunden kommen gleich noch. Und wieder kommt die Spaghetti-Zange zum Einsatz. So, das hier sind jetzt Röstaromen, die dann gleich eine leckere Soße machen. Ja. Und da kommt jetzt das Gemüse rein. Wird kurz angebraten. Ist der Gasherd dir lieber wie ein Elektroherd oder Zerankochherd? Gasherd hat einfach den Vorteil, wenn du ausmachst, ist es aus. Jeder Elektroherd oder jedes Zerankochfeld hat noch Hitze und es gart noch nach. Das ist aber schon das Einzige. Mhm. So, jetzt kommt da ein bisschen Tomatenmark rein. Ich würde sagen 2 Esslöffel. Dürften das sein? Und dann gieße ich das mit Wasser auf, sodass also bis jetzt ist kein großartiges Fett und Öl und zum Anbraten minimal. So, jetzt kommt hier, es ist das Gemüse, so Pi mal Daumen mit Wasser bedeckt ist. Und dann kommt das Fleisch wieder rein. Drauf.
Teilen. So. Jetzt wird es einmal aufkochen und dann kommt es unten in den Ofen und dann muss es ungefähr 3 Stunden da drin bleiben. Gut. Das heißt, unser Mittagessen wird so gegen 14, 14.30 sein. Okay. Jetzt werden die Kartoffeln für das Pü gestampft. Nee, nicht gestampft. Gequetscht. Kannst du jetzt nehmen, wie du willst. Gut. Kommen auf alle Fälle da durch. Jetzt gibt's Spaghetti. Ich gehe davon aus, das macht jede Hausfrau individuell. Individuell. Ja. Also die Kartoffeln hier in Spanien sind sehr, sehr unterschiedlich. Man sieht das auch schon hier. Die einen sind ganz weiß oder viel heller. Die anderen sind richtig schön gelb. Aus einer Packung. Das sind nicht unterschiedliche Packungen, sondern das sind eine Packung. Dann hoffen wir mal, dass der Ochsenschwanz auch aus einem Schwanz ist. Und nicht gemischt. Das werden wir dann sehen, ob alles gleichzeitig gar ist. Jetzt kommt da Butter rein, damit das schön guten Geschmack kriegt. Also die gute Butter. Die gute Butter. Ich nehme allerdings oder habe ungesalzene Butter gekauft, weil ich die eben auch schon mal für mein Marmeladenbrot haben möchte. In Spanien gibt es sehr viel gesalzene Butter, aber die ist Sinsal. Ohne Salz. So, dann kommt noch Milch rein. Meine gute Milch. Deine gute Milch. Mal schauen, ob das reicht. Dann kommt natürlich Muskatnuss rein. Ganz klassisch. Und dann muss man mal schauen. Nicht so gut. Es schmeckt, wie sämig es ist. Ob ich noch Salz rein tun muss. Das sind ja schon Salzkartoffeln. Unser Ochsenschwanz fertig sein. Ui. Der sieht da richtig lecker aus. Und das ganze Fett ist rausgeputzelt. So wie es sein sollte. Der war sowieso schon mager. Und das bisschen, was noch da war, ist raus. Gut. Dann wollen wir das mal auf dem Teller platzieren. Gut. Ich gehe mal ein bisschen weg mit der Kamera und dann gucken wir uns gleich noch an, was auf dem Teller liegt. Ein paar Arbeitsgänge überschritten. Übersprungen. Ja, übersprungen. Jetzt ist das Essen auf dem Teller. Genascht habe ich zwischendrin auch und ich kann sagen, das Salz am Kartoffelpü stimmt, die Soße stimmt und vom Fleisch habe ich auch schon eine geringe Menge genascht und kann also sagen, das Essen ist gelungen. Guten Appetit! Guten Appetit!